Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge Wann wird Angst zur Krankheit? Und auch heute sprechen wir mit Professor Holzbohr auch generell über das Thema Angst in unserer Gesellschaft und speziell der deutschen Gesellschaft. Für die wurde ja schon ein bestimmter Begriff geprägt, international gebräuchlich, und zwar der Begriff der German Angst. Was genau ist das? Nun, dieser Begriff will eigentlich ausdrücken, die Deutschen hätten eine kollektive, generalisierte Angststörung, sind überbesorgt, sind gegen alle möglichen Widrigkeiten des Lebens versichert und reagieren schon bei kleinen Bedrohungen übertrieben ängstlich. Als typische Erscheinung wird dann der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie nach Fukushima genannt. Wie bekannt ist an der dortigen Küste, da hat es ein Erdbeben gegeben und dann entstand daraus ein Tsunami. Der Tsunami verursacht einen Reaktorunfall. Deutschland steigt aus, während Japan selbst, dort gibt es mittlerweile 35 Kernkraftwerke und ebenso auch die meisten anderen Industrienationen, die nutzen die Kernenergie als saubere Alternative zur Kohleverstromung und bauen sie weiter aus. Die Frage, wie diese kollektive Angst überhaupt entstehen konnte, kann durch neuere Erkenntnisse der Genomik, speziell der Epigenetik, beantwortet werden. Die Epigenetik hat uns gelehrt, dass es molekulare Mechanismen gibt, die Veränderungen aufgrund von Erfahrungen, von Erlebnissen, von Traumata, dass diese Erlebnisse sich in unserer Erbsubstanz, auf unseren Chromosomen verewigen und dann auch vererbbar sind. Dabei werden nicht Gene selber verändert, sondern die Art und Weise, wie sie aktiviert und deaktiviert werden. Und wenn nun eines dieser Gene, das da verändert ist, irgendetwas mit Befinden, Verhalten und auch der Angstreaktion zu tun hat, dann wird eben auch diese Angstreaktion oder diese Reagibilität bei Bedrohungssituationen und die Reagibilität, die Angst hervorruft, werden verändert. Das ist unglaublich spannend und irgendwie auch unvorstellbar. Wie muss man sich das denn genau vorstellen? Also kann auf diesem Weg dann auch diese German-Angst entstanden sein? Zunächst werden solche Zusammenhänge im Tierexperiment erforscht. Bei uns am Max-Planck-Institut Psychiatrie, da hat der Molekularbiologe Dietmar Spengler ein Experiment geleitet, bei der eine sehr junge Maus einige Zeit von ihrer Mutter getrennt war. Diese Maus hatte lebenslang erhöhte Angst. Und die Angst hat sich dadurch da verewigt, indem die Aktivierbarkeit eines Gens verändert wurde, eines Gens, das für ein Hormon die Information beinhaltet, das mit der Angstreaktion zu tun hat. Dieses Hormon heißt das Vasopressin, ein typisches Hormon, das bei Angst und Stress schnell ansteigt. Und wenn das vererbbar ist, dann kann man mal, und das ist jetzt meine Hypothese, sich Folgendes vorstellen. Deutschland war seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte des 20. Jahrhunderts maßgeblich in mehrere schwere Kriege involviert. Der Deutsch-Französische Krieg 1870-71 und die beiden Weltkriege. Dort ist über weite Bevölkerungsteile Schreckliches hereingebrochen. Furchtbare Erlebnisse, Kummer, Verlust, alles, was man sich an Schrecklichkeiten denken kann. Und es ist ja nun gut möglich, dass diese Erfahrungen sich bei den betroffenen Menschen auch wie bei der kleinen Maus auf ihrer Erbsubstanz verewigt haben. Und wenn sie sich da verewigt haben, dann können sie auch weitergegeben werden. Auch wenn wir jetzt in Frieden und Wohlstand leben, ist diese Veränderung der Aktivierbarkeit eines Gens, das mit der Angst in Zusammenhang steht, vererbt und immer noch vorhanden. Also kurz gesagt, das ist meine Hypothese, das vertrete ich die Ansicht, die German Angst ist eine durch drei schwere Kriege erworbener Charakterzug und der vererbbar ist, der den Deutschen innewohnt. Herr Holzbohr, Sie haben die Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs als typisches Nachkriegskind ja auch persönlich erlebt. Auch den rapiden Aufstieg Deutschlands, das sogenannte Wirtschaftswunder, aber auch eine Welt mit ganz viel Unruheherden. Und da denken wir an die Kuba-Krise oder auch an die Angst vor Atombomben, an den Kalten Krieg oder auch an den politisch motivierten Terror hier in Deutschland. Wovor haben Sie denn heute Angst? Mich ängstigt,
wie der an sich gute Gedanke, dass wir mit unserem Planeten behutsam umgehen, dass wir die Ressourcen schonen, dass wir nicht Plastikmüll ins Meer schmeißen, dass wir keine gesundheitsschädlichen Gase in die Luft schicken, wie dieser Gedanke missbraucht wird. Über Jahrzehnte hinweg hat sich bei vielen Politikern unter der Flagge des Klimaschutzes zu einem Privileg entwickelt. Und dieses Privileg scheint ihnen dazu zu dienen, alle anderen Menschheitsaufgaben außer Kraft zu setzen. Gerade junge Menschen sind für die medial verbreiteten Horrorszenarien, wie sie die Klimaaktivisten ausmalen, besonders empfänglich. Vor allem, wenn man ihnen permanent einredet, wenn sie sich jetzt nicht einsetzen, dass mit höchster Priorität der Klimawandel bewältigt wird, dass dann der Planet untergeht. Das Ergebnis ist, dass sie am Freitag Schule schwänzen und sie irgendwo festkleben. Und das tut mir für die jungen Leute leid, weil sie verlieren damit wertvolle Zeit. Und es tut mir auch leid wegen des schmerzvollen Verlusts der Illusion, sie könnten etwas ausrichten. Wir hatten in der Jugend ja alle unsere Weltverbesserungsideen. Meine Generation und ich selbst war ja ein 68er und wir waren in der Studentenbewegung der 1960er Jahre ausgehend von dem Wunsch nach akademischer Freiheit auf friedlichem Wege dabei, starre Gesellschaftsstrukturen abzuschaffen, den Mief wegzuwischen, rigide Sexualmoral abzuschaffen. Die Pille kam gerade auf den Markt, die Nazi-Vergangenheit unserer Hochschullehrer wollten wir beleuchten und haben gegen den Vietnamkrieg demonstriert. Dann aber hat sich eine Gruppe ideologisch hochmotivierter Menschen die Studentenbewegung instrumentalisiert und wollte nicht den friedlichen Weg gehen, sondern radikalisierte sich hin bis zur terroristischen Vereinigung, der Stichwort Rote Armee-Fraktion, Stichwort Bader-Meinhof-Gruppe. Und die waren nicht mehr friedlich, sondern sie waren kriminell und haben selbst vor schweren Verbrechen bis hin zum Mord nicht zurückgeschreckt. Ich beschreibe dies deshalb, weil es auch heute, wie schon damals, eine Instrumentalisierung junger Menschen gibt, die heute, wie wir damals, in bester Absicht handeln, aber mangels Lebenserfahrung nicht erkennen, wie sehr sie manipuliert werden. Okay, also ist aus Ihrer Sicht das, was sich heute mit jungen Menschen auf der Straße abspielt, der Studentenbewegung in den 60er Jahren analog gleichzusetzen? Nein, eben gerade nicht. Und das macht mir große Angst. Hier wird doch von der Politik und nicht ausschließlich von den Grünen und auch heftig unterstützt von den Medien ein Szenario geschaffen, wonach, wenn nicht sofort gehandelt wird, das Klima sich so gravierend wandelt, dass der Planet untergeht. Also der Alarmismus kommt jetzt von oben, gestützt durch öffentliches Fernsehen und die meisten anderen Medien. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zu den Studentenunruhen in den 1960er Jahren. Was soll man denn davon halten, wenn der UNO-Generalsekretär Guterres bei der Eröffnung einer Klimakonferenz ausruft, die Welt befindet sich auf einem Highway in die Klimahölle. Woher will er denn das wissen? Und wenn gefeiert wie ein Popstar die junge, damals 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg eine Rede beim Weltökonomikforum hält und sagt, ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid, ich will, dass ihr in Panik geratet. Nun haben wir ja gerade besprochen, dass Panik so ziemlich das Letzte ist, was einem hilft, eine Bedrohungssituation zu bewältigen. Denn die übermächtige Angst, die einem im Panikzustand befällt, die behindert klares Denken und führt zu planlosen, ja chaotischen Reaktionen. Also kritisch betrachtet fordert uns Frau Thunberg auf, uns planlos zu verhalten und kopflos zu verhalten. Das macht es denen, die uns manipulieren wollen, nur noch leichter. Ich habe den Eindruck, wir haben allen Grund zur Angst. Angst davor, dass der Staat nicht mehr funktioniert, dass die repräsentative Demokratie nicht mehr funktioniert, weil die gewählten Politiker recht offenherzig in autoritärer Weise sagen, was wir alles für Verbote ertragen müssen, damit die Apokalypse ausbleibt. Sich unter dem Vorwand der Klimarettung von der demokratischen Regierungsweise abzuwenden, ohne uns Bürger zu fragen, Entscheidungen zu fällen, die ideologisch begründet sind, das ist gerade für Menschen, die nicht unter Geschichtsvergessenheit leiden, angsteinflößend. Also das Klima dafür herzunehmen,
die Demokratie herunterzufahren, darauf muss man erstmal kommen. Und das darf so nicht passieren. Die Lösung des Problems darf nicht schlimmer sein als das Problem selbst. Und wieso gelingt dies alles in Deutschland so leicht? Wenn die ganze Welt auf Kernkraft setzt, schalten wir ab und wir holen uns noch den Strom aus den französischen Atomreaktoren und fahren auch die Kohlekraftwerke wieder hoch, nachdem auch natürlich jahrelang die Kohleverstromung als ja besonders klimaschädlich gebrandmarkt wurde. Wieso ist das so? Es gibt zur German Angst noch einen anderen in den angelsächsischen Medien ebenfalls weit verbreiteten komplementären Begriff, die German Assertiveness, der eine kollektive Verhaltensweise bezeichnet, die man mit deutscher Hybris oder deutscher Überheblichkeit übersetzen kann. So als müssten die Deutschen vorbildhaft und vorangehen und allen anderen Ländern und Völkern auf der Welt zeigen, wie welchen Weg sie einschlagen müssen, damit die Welt gerettet wird. Und woher kommt denn diese Haltung? Das weiß ich auch nicht genau, aber die Deutschen sind halt Romantiker. Denken Sie an die Märchen der Gebrüder Grimm, in denen der Wald, der grüne Wald, eine zentrale Rolle spielt. Und die romantische Verklärung ist ja auch in den politischen Plänen nicht zu übersehen. Wir wollen allen zeigen, wie viel Gutes aus Deutschland kommt und wie ein Industrieland seinen Wohlstand mit Sonnenenergie und Windrädern halten kann und so für alle ein Vorbild sein soll. Dieses Vorbild sein wollen, das finde ich anmaßend und überheblich. Da man bei klarem Kopf und einem Minimalwissen in Physik und Chemie keinen Zweifel haben kann, dass das alles mit Wind und Sonne nicht funktioniert, haben die Menschen zu Recht Verlustangst. Der Wohlstand, der Arbeitsplatz, die soziale Sicherheit stehen auf dem Spiel. Wenn sie fürchten müssen, dass alles, was über Jahrzehnte geleistet wurde, um Deutschland zu einem der effizientesten Industrienationen zu machen, wenn das alles der Klimarettung nun geopfert werden soll. Ich kann dieses Bild teilen. Und Sie haben ja die Angst Jugendlicher vor der Klimaapokalypse und auch die Angst älterer Menschen vor dem Wohlstandsverlust hervorgehoben. Was kann man denn gegen diese Ängste tun? Nun, all diese Ängste haben etwas mit der Diskussion und dem Klimawandel zu tun, wegen dem weltweit nicht mehr Gas, Öl, Holz, Kohle als Energiequellen genutzt werden sollen, weil die Umwandlung in Strom und Wärme dazu führt, dass Kohlendioxid freigesetzt wird. Und weil dies eine Utopie ist, all diese fossilen Stoffe nicht mehr zu nutzen, haben die Menschen Angst. Und hier rate ich, Zukunftsangst abzubauen, indem sich der Einzelne mit den Fakten befassen soll. Bleiben wir bei den Fakten. Der Anteil des von Menschen produzierten Kohlendioxids ist minimal, gerade einmal 4% am gesamten Kohlendioxid. Von diesen 4% Kohlendioxid produziert Deutschland 2%. 2%, wenn also 4% sind 100, 2% sind dann 0,08%. Wir gehen fast in den Promillebereich hier, ja. Also 0,08% des atmosphärischen Kohlendioxids kommt aus Deutschland. Der gesamte Anteil des Kohlendioxids von allen Gasen in der Atmosphäre ist 0,04%. Jetzt stellen Sie sich bitte mal vor, und das kann man rechnen, wie man will, der Gesamtanteil menschengemachten Kohlendioxids in der Atmosphäre ist sehr, sehr gering. Und der aus Deutschland kommende ist minimal, verschwindend gering. Und diese Zahlen machen doch deutlich, dass es fraglich ist, der Klimawandel, den wir zurzeit messen, sei allein auf der Zunahme des Kohlendioxids zurückzuführen. Und der kaum messbare Beitrag Deutschlands sowieso nicht. Die Zweifel werden dann auch noch verstärkt durch die Analysen von diesen Eisbohrkernen aus der Antarktis, mithilfe derer man über Jahrhunderttausend Jahre hinweg sehen kann, wie ist der Bestandteil an Kohlendioxid in der Luft und die Temperatur. Und genau die gleichen Ergebnisse hat man auch durch die gebildeten Tropfsteinhöhlen gefunden. Aber man muss gar nicht so weit zurückschauen. Schauen wir doch mal in die Jahre 2009, Wirtschaftskrise, und 2020, Lockdown. Da ist das menschengemachte Kohlendioxid rapide heruntergefahren. Aber ein Einfluss auf den Prozentsatz des Kohlendioxids an der Atmosphäre hatte das nicht. Und was in der Diskussion überhaupt nicht vorkommt, ist das noch 10-mal klimaschädlichere Methan.
dieses ist in Erdgas enthalten. Und wenn man Erdgas verflüssigt, entweicht es zum großen Teil. Und ebenfalls geht ein großer Teil verloren, wenn man es mit diesen Dampfern, die sehr viel Energie brauchen übrigens, wenn man dies aus Katar oder aus den USA nach Wilhelmshaven fährt. Ebenso weiß man, und der berühmte Bergsteiger Reinhold Messmer, jemand, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Thema Klima auseinandersetzt, hat das immer wieder betont. Klimaschwankungen hat es in großem Ausmaß immer schon gegeben, ebenso wie Kohlendioxidschwankungen. Mit der Aktivität des Menschen kann das schon gar nichts zu tun gehabt haben, weil das gab es ja schon, bevor es den Menschen gab und bevor der Mensch das Feuer entdeckt hat. Nun ist unbestreitbar, dass die Zunahme der Weltbevölkerung mit einer Zunahme der Kohlendioxidproduktion verbunden ist. Nicht nur durch die Atmung, sondern auch, was sie verbrauchen beim Heizen und so weiter und so weiter. Und es ist auch unbestreitbar, dass es auf der Erde geringfügig wärmer wird. Ich habe gelesen, dass in den Jahrzehnten von 1970 bis jetzt, also in jedem Jahrzehnt, die Temperatur um 0,18 pro Jahrzehnt um 0,18 Grad zugenommen hat. Die Schlussfolgerung, allein dieses Kohlendioxid würde den Klimawandel hervorrufen, ist allerdings gewagt. Es gibt Modellrechnungen, die einen solchen Zusammenhang herausfinden. Aber es sind natürlich auch immer nur Modelle. Und es erfordert die Redlichkeit der Klimaforscher, die diese Modellrechnungen entwickeln und anwenden, dass die immer nur so gut sein können, wie die Daten, die man da hineinsteckt. Und die Daten sind halt aufgrund der jungen Wissenschaft der Klimaforschung noch sehr rudimentär. Es ist überhaupt, da es sich hier um dynamische, nichtlineare, hochkomplexe Zusammenhänge handelt, fraglich, ob es je solche Modelle geben wird, die zuverlässige Prognosen erlauben. Dann bezweifeln Sie, dass die weitreichenden Konsequenzen, die heute von der Politik auf den Weg gebracht werden, also die Vermeidung der CO2-Produktion, auf soliden und belastbaren Erkenntnissen der Wissenschaft basieren. Da muss man unterscheiden. Solide nach heutigem Stand der Forschung sind die Ergebnisse schon. Aber wie gesagt, die Forschung ist noch gar nicht so weit, um belastbare Ergebnisse hervorzubringen. Deswegen ist meine Antwort auf die Frage belastbar. Da habe ich Zweifel. Mir geht es aber um die Angst in der Gesellschaft wegen der prophezeiten Klimakatastrophe und dem zur Gewissheit erhobenen Glauben, das wäre allein durch das menschengemachte Kohlendioxid veranlasst. Das weiß doch eigentlich jeder. Nicht alles, was parallel verläuft, was korreliert ist, ist automatisch auch ursächlich miteinander verbunden. Ein Beispiel: 10 Jahre lang waren die Forschungsausgaben in den USA statistisch hochsignifikant korreliert mit der Suizidrate in den USA. Nun wird da wohl jeder einsehen, dass diese beiden Dinge nicht ursächlich etwas miteinander zu tun haben. Es kann ja gut sein, und ich bezweifle dies auch gar nicht, dass die von Menschen gemachte Kohlendioxidproduktion irgendetwas mit dem Klimawandel zu tun hat und beteiligt ist. Nur ist der Klimawandel ein so komplexer Vorgang, den man doch ganz bestimmt nicht durch die Unterdrückung eines kleinen Moleküls beheben kann. Ein Molekül übrigens, das für das Leben auf der Erde unerlässlich ist, wenn der Kohlendioxidgehalt unter ein bestimmtes Level kommt, dann erlischt jegliches Leben auf dem Planeten Erde. Überhaupt findet eine Diskussion, ob und in welchem Ausmaß das menschengemachte Kohlendioxid die Klimaerwärmung verursacht oder ob das Kohlendioxid deswegen ansteigt, weil das in den Ozeanen gebundene Kohlendioxid durch die Sonneneinstrahlung freigesetzt wird. Diese Diskussion findet überhaupt nicht statt, zumindest nicht öffentlich. Auch die Rolle des Methans wird aus politischen Gründen, Stichwort verflüssigtes Gas, das mit diesen LNG-Tanks da nach Deutschland gebracht wird, aus Katar und den USA, dass das auch eine Rolle spielt. Auch das wird nicht diskutiert. Wenn aber Klimaforscher, so brillante Klimaforscher wie die des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg, wie Jochen Morawczyk und Björn Stevens, den Klimaalarmismus scharf kritisieren, dann wird das verschwiegen. Es ist unerwünscht. Wer Fragen und Zweifel hat,
ob das alles stimmt, was man uns da zum Kohlendioxid erzählt, der wird verurteilt, gehört zu den Bösen. Das ist wie die Inquisition im Mittelalter. Das ist doch angsteinflößend. Aber der Klimarat der UN hat doch sehr vehement die Position vertreten, dass Kohlendioxid die Hauptschuld an der bevorstehenden Klimakatastrophe trägt. Im Klimarat arbeiten ohne Frage viele hoch angesehene Wissenschaftler. Den Heiligenschein der absoluten Wahrheit beanspruchen sie aber zu Recht nicht. Was in der Politik ankommt, ist eine Zusammenfassung des Berichts des Klimarats für Politiker. Der wird gelesen. Und diese Summaries für Policymakers werden nicht von Wissenschaftlern geschrieben, sondern sie werden von Regierungsvertretern redigiert, beraten und veröffentlicht. Natürlich können solche Zusammenfassungen nicht neutral sein. Sie müssen in Richtung Mainstream frisiert werden. Das kann man den Regierungsvertretern auch nicht übel nehmen. Stellen Sie sich bloß mal vor, es werden Forschungsarbeiten in die Zusammenfassung für Politiker aufgenommen, die hinter die Alleinschuld des menschengemachten Kohlendioxids ein Fragezeichen setzen. Was wird denn dann aus den Kohlendioxidzertifikaten, aus den Kohlendioxidsteuer? Was wird mit dem Verbot von Öl- und Gasheizung? Was wird mit den Autos, mit Verbrennermotor und all den vielen Gesetzen, Verboten und Schuldzuweisungen? Hinter der vermeintlichen Klimarettung steckt eine breit aufgestellte Industrie mit Aussicht auf Gewinne in Billionenhöhe. Aber auch, und das ist das Bedrohlichere, auch eine Strategie, die die Staatsgewalt vom Volk noch weiter zu den Regierenden verlagern will. Da will doch niemand von den Regierungsvertretern, die den Klimaratsbericht redigieren, etwas riskieren. Da wiederholt man doch lieber immer wieder das Gleiche, bis es alle glauben, aber vom Glauben geht die Angst nicht weg. An dieser Stelle regiert sie wieder, die Angst. Aber bleiben wir mal beim Glauben. Hat Ihrer Meinung nach die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel auch religiöse Züge? Ja, unbedingt. In gewisser Weise ist das sich selbst beschuldigen, die Bereitschaft, Opfer zu bringen, sich von der Schuld der Klimasünde zu befreien, eine Befriedigung neuzeitlicher religiöser Bedürfnisse. An der bevorstehenden Apokalypse der Welt am Abgrund, daran sind wir schuld. Wir haben zu viel geheizt, sind mit der Familie in ferne Länder mit dem Flugzeug gereist, haben Fleisch gegessen, sind zu viel mit dem Auto gefahren und haben es sogar gewagt, im Sommer den Holzkohlegrill anzuwerfen. Und jetzt müssen wir Buße tun, freiwillig oder auf Anordnung der Politik oder noch besser durch Verbote. So können wir Sünder vielleicht noch das Schlimmste verhindern. Also die Erbsünde kommt da in einem anderen Gewand daher. All das macht Ängste aus. Schuld und Angst sind eng verwandt. Auch ein interessanter Aspekt. Würde denn hier die vertiefte Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Fakten helfen? Da bin ich mir ganz sicher. Die Kenntnis und kritische Diskussion von Fakten aus der Wissenschaft ist die beste Medizin gegen Zukunftsangst. Das hat der berühmte Max-Planck-Präsident Hubert Markel mal ganz deutlich so gesagt. Da können wir uns selber ein Urteil bilden und müssen nicht blind alles glauben. Natürlich hat dabei auch der Glaube seinen Platz. Der Mensch will ja glauben und das muss man schon auch zugeben. Das ist auch manchmal bequemer. Aber so haben wir es von Papst Benedikt gelernt. Wir können die Natur in all ihren Facetten des Universums, vom Weltall bis zum kleinen Molekül, dem chemischen Molekül Kohlendioxid, nur durch das Zusammenspiel zwischen Welt der Wissenschaft und der Welt des Glaubens verstehen. Wenn wir den Boden dieses Zusammenspiels zwischen Glauben und Vernunft verlassen, dann wird es gefährlich. Wenn Vorstellungen, zum Beispiel die Geschichte mit dem Kohlendioxid, zunächst mit großer Festigkeit vertreten wird, die vernünftige Auseinandersetzung mit Argumenten aber gemieden wird und dann der Übergang zur unverrückbaren Gewissheit erfolgt, dann besteht die Gefahr einer psychischen Störung, die von Wahnvorstellungen beherrscht wird. Beim Wahn hat der Erkrankte absolute Gewissheit, dass der Wahninhalt so ist, wie er denkt. Auch der Ideologe beharrt einseitig und starr auf seiner weltanschaulichen Idee und will sie ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzen, notfalls mit dem Kopf durch die Wand. Zwischen Wahn und Ideologie ist der Übergang fließend. Fakten und Erfahrungen können beide, den Ideologen und den Wahnkranken, nicht korrigieren. Hier ist die Grenze zu ziehen zu den jeweiligen Auswirkungen. Bei einem Menschen mit einer Wahnkrankheit zum Beispiel, der unverrückbar der Meinung ist, dass es Engel gibt. Da spielt die Subjektivität eine große Rolle und dies ist für den Einzelnen und sein Umfeld
nicht schädlich. Er muss dabei gar nicht wahnkrank sein. Er glaubt es einfach. Wenn aber ideologische oder schon wahnhafte Denkinhalte in politische Programme einfließen und im Fall auch umgesetzt werden, ist das höchst bedrohlich. Und wer könnte da keine Angst haben? Doch nur jemand, der noch nie ein Geschichtsbuch in der Hand hatte. Wenn wir jetzt als Bevölkerung nicht mehr ganz nachvollziehen können, was die von uns gewählten Repräsentanten alles tun, was können wir tun, um uns vor einer Angsterkrankung zu schützen? Wir müssen, um es mit Immanuel Kant zu sagen, den Mut aufbringen, unseren Verstand zu benutzen. Dieser Leitspruch der Aufklärung ist hochaktuell. Er wird helfen, den Zukunftspessimismus zu überwinden. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg dank Industrialisierung und sozialer Marktwirtschaft Wohlstand, soziale Sicherheit und ein längeres Leben in Gesundheit erreicht. Das Waldsterben fiel aus und vom Ozonloch hört man auch nichts mehr. Also Schluss mit dem Herbeireden der Apokalypse, sondern Vertrauen in Mensch und Natur, dass sie auch jetzt, wie die Natur schon seit Hunderttausenden von Jahren, in denen es immer Klimawandel gab, Wege finden wird, sich zu arrangieren und Gefahren abzuwehren. Lassen wir uns nicht in Angst versetzen. Angst stört beim Denken. Und was die Politik betrifft, da muss ich Ihnen als Bürger der Schweiz sagen, dass aus meiner Sicht das Modell der repräsentativen Demokratie überholt ist, weil den gewählten Repräsentanten mitunter egal ist, was die Wähler sagen, und die Politiker nicht mehr fragen, ob wir den von ihnen proklamierte Zeitwende wollen oder den großen Sprung nach vorne im Klimaschutz. Es ist an der Zeit, den Politikern vor Augen zu halten, dass der Chef im Staat der Bürger ist und nicht der Bundeskanzler und seine Minister. Daher glaube ich, ist es für Deutschland an der Zeit, die direkte Demokratie einzuführen, in der die stimmberechtigte Bevölkerung über politische Fragen entscheidet. Das wäre die beste Vorbeugung von Angst und Angsterkrankungen. Professor Holzbauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese klaren Worte, dieses sehr spannende Gespräch und Ihre Ansichten. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Vielen Dank.